Tashinathasana ist ein Asana, eine Yogastellung, die dem Shiva gewidmet ist. Shiva heißt nämlich Kashinatha, das heißt der Meister von Kashi, und Kashi ist eine andere Bezeichnung für Benares, heutzutage wieder mit dem alten Namen Varanasi bezeichnet. Und im Varanasi, in Kashi, gibt es einen bekannten Shiva-Tempel, und so gilt Kashi als Stadt von Shiva, daher Shiva Kashinatha. Kashi steht aber auch in Verbindung mit Licht und mit Strahlen. Und Kashinathasana heißt etwas Verbindung mit dem Licht. Ausgangsstellung kann zum Beispiel die Sitzhaltung sein, insbesondere Bhadrasana, auch Baddha-Konasana genannt. Du brauchst ein gutes Baddha-Konasana für volle Kashinathasana, die Fersen ganz nah an deinem Schambein. Dann legst du dich langsam nach hinten, stützt dich vielleicht mit den Händen und Ellbogen ab und dann schiebst du das Becken weiter nach vorne und fasst dann mit den Händen um die Füße. Du kannst das entweder von oben machen, indem du die Hände zwischen Oberschenkel und Beine gibst, oder die klassische ist, du kannst von unten unter den Waden hindurch fassen und von vorne um die Schienbeine. Von unten unter die Füße. Und so. Genau. Weniger Fortgeschrittene machen eine andere Handhaltung. Sie geben einfach die Fußsohlen zusammen und geben die Hände auf die Innenseite der Oberschenkel. Und wenn die Knie noch nicht ganz unten sind, kannst du sogar die Hände auf die Knie geben. Einfach entspannen. Und durch dieses einfache Entspannen wird die Schwerkraft die Knie runterdrücken und langsam kommst du immer weiter. Sagt, es gibt einen guten Grund, weshalb die Stellung Kashinathasana bezeichnet wird. Licht kommt von oben, die Himmelskraft kommt von oben. Mindestens kannst du dir vorstellen, dass Segen von oben kommt. Und Kashinathasana ist eine starke Öffnung nach oben zur Himmelskraft.